Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, Aber Sie haben auch den Selbstheilungscode geschrieben. Mhm. Das habe ich gelesen und bin auf Sie gestoßen. Und ich fand das super. Ich habe mich selbst geheilt, ein Stück weit zumindest, ein Stück Symptome. Mhm. Ja. Und wie funktioniert der Selbstheilungscode? Was ist das? Ja, der Begriff ist natürlich ein bisschen missverständlich und vielleicht auch ein bisschen provokant. Hinter Selbstheilungscode steht nicht die Idee, dass man nur einen Code knacken muss und dann wird alles gut. Schade. Ich dachte, wenn ich das gelesen habe, bin ich gesund. Ja, genau. Und da fängt es jetzt an. Also zwei Antworten. Die erste ist gesund. Was ist überhaupt gesund? Ja. Eine interessante Frage, die vielleicht aus dem Mund eines Mediziners etwas überraschend klingt, ist, wir müssen uns überhaupt erstmal unterhalten, was Gesundheit ist. Und wer sagt denn, dass der Mediziner der Einzige ist, der die Hoheit über diesen Begriff hat? Wo steht das? Wo steht, dass nur der Mediziner entscheiden darf, ob ich gesund bin? Solange ich mit dem Mediziner vereinbart habe, dass Gesundheit bedeutet, dass meine Werte im Normbereich sind oder, wie wir heute sagen, im Referenzbereich, solange wir gemeinsam verabredet haben, dass das Gesundheit ist, ist der Mediziner derjenige, der das darf. Der kann das entscheiden, weil er anhand seiner Werte, anhand seiner Ultraschallbilder, anhand seiner Laborbefunde sagen kann, du bist innerhalb oder außerhalb der Referenz. Und wenn wir gemeinsam verabreden, Patient und Arzt, dass das der Gesundheit ist, dann ist das der Arzt. Aber wenn es darum geht zu fragen, wie die WHO zum Beispiel Gesundheit definiert, das vollkommene, ein Zustand vollkommenen Wohlbefindens, und zwar körperlich, geistig, psychisch und sozial. Ja, vollkommenes Wohlbefinden, ja, wer hat denn das? Dann wären wir alle krank. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht selber entscheide, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir aus meiner ganz persönlichen Sicht, meine individuelle Interpretation meines Daseins? Zeichentheoretisch, semiotisch, wie auch immer man das nennen möchte. Also die Frage, interpretiere ich meinen Zustand als gesund? Und wenn ich für mich nach dieser Definition, und die ist genauso legitim, wahr oder unwahr, wie alle anderen auch, wir müssen halt nur uns unterhalten, worüber reden wir gerade, wenn wir Gesundheit meinen. Mhm. Und wenn Sie sagen würden, Gesundheit ist, wenn ich das Gefühl habe, es passt alles. Und ich würde nachfragen, selbst wenn ich in meinen Laborwerten Dinge finde, die nicht okay sind, und Sie würden sagen, ja, am Ende des Tages muss ich für mich all die Informationen integrieren, und wenn ich das Gefühl habe, es passt, dann bin ich gesund. Dann würde ich sagen, ja. Dann bist du gesund. Wenn du das so sagen kannst, kann ich das tun. Kann ich das sagen? Und das ist nicht lächerlich, das ist auch nicht banalisierend. Als Mediziner darf man das ja gar nicht laut aussprechen. Aber das ist absolut für mich völlig legitim. Denn am Ende müssen wir alle sterben. An irgendwas werden wir alle sterben. Und doch, es wird doch niemand behaupten, wenn ich rein medizinisch drauf gucke, dass das Sterben gesund ist. Rein medizinisch für den Arzt ist das der größt anzunehmende Unfall. Mhm. Patienten verloren. Aber das gehört zum Leben dazu, wie die Geburt. Das ist der Preis, den wir zahlen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, auch das ganze Leben, letztendlich auch das Sterben, als erstmal etwas in dem Sinne, das klingt vielleicht provokant, Gesundes wahrzunehmen. Zumindest innerhalb dieser Definition, wo ich sage, wenn es für mich passt, wenn meine Großmutter, die in meinem Arm gestorben ist, friedlich, und ich das Gefühl, es war ein erfülltes Leben. Und in dem Moment war es okay, war es gut, sie gehen zu lassen. Und ich weiß, dass sie gut aufgehoben ist und ist mit einem Lächeln gestorben. Wer will denn in so einem Moment sagen, dass das nicht auch gesund sein kann? Mhm. So, insofern, erste Antwort, Selbstheilungscode. Die erste Frage ist, was ist für dich Gesundheit? Wenn es rein medizinisch bleiben soll, was für mich als Mediziner natürlich schon auch erstmal das ist, die Kultur, aus der ich komme, dann wird der Code nicht bedeuten, mach 1 und 2 und 3 und alles ist super. Sondern der Selbstheilungscode meint, neben Medikamenten oder dem, was dein Arzt oder Therapeut dir möglicherweise gibt, weil du möglicherweise einen Mangel hast oder etwas brauchst, was dir hilft mit deinem, was auch immer, Bluthochdruck und so weiter. In der zweiten Säule, das, was dein Arzt oder Therapeut mit dir macht, ob das Psychotherapie ist oder eine Operation oder was auch immer, gibt es die dritte Säule, die früher eben in der Medizin ganz selbstverständlicher Teil war, schon bei Hippokrates,
Dieter, Lebenskunst, im Mittelalter, der innere Arzt, Archäus bei Paracelsus. Dieser innere Arzt, den haben wir irgendwann als Patienten gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, vorne, da wo man seine Jacke in der Garderobe, in der Arztpraxis abgibt, da haben wir den inneren Arzt abgegeben. Mhm. Und sobald wir eine Arztpraxis betreten haben, haben wir gesagt, jetzt bist du dran. Und mein Plädoyer ist einfach zu sagen, nee. Der innere Arzt ist immer aktiv. Den kannst du gar nicht abschalten. Das wissen wir alle. Wenn wir uns schneiden, wächst die Wunde zusammen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich gestresst bin, wie ich mich ernährt habe, wie ich geschlafen habe, wie schnell das geht. Das weiß jeder. Also die Selbstverantwortung des Patienten. So ist es. Und der Selbstheilungscode ist nichts anderes als, das kann mitunter für eine Heilung und auch für eine vollständige Heilung völlig ausreichend sein. Insofern, ja, es gibt diesen Code im Sinne von, du wirst gesund, schneller, besser. Aber es ist keine Garantie. Nur es nicht zu tun, wäre blöd. Nicht darauf zu achten, wie ich mich bewege, wie meine Beziehungen mit meinen Mitmenschen sind, ob ich auch an die schönen und positiven Dinge denke, ob ich auch mal für was dankbar bin, ob ich in der Lage bin, einen Groll gehen zu lassen, jemanden zu vergeben, aus der Opferrolle rauszugehen, mich ausreichend zu bewegen, sinnlich zu sein, achtsam. All die Dinge, das nicht zu tun, wäre blöd. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.